Gautonic Click zum Redstone Tutorial. Und zwar, jetzt geht es um die Profi Reihe. Denn wir sind schon weit, weit weiter über den ersten Schritt der Anfänger fortgeschritten. Jetzt sind wir hier bei den Profis. Und zwar Halbaddierer, Fulladierer, D-Flip-Flop, dann habe ich einen anderen Speicher selbst gebaut, den man hier aufgelöst sieht. Dann haben wir hier noch einen 4-Bit-Decoder und noch einen Nachbau, einen kleineren Nachbau von etwas, das werde ich euch später zeigen. So, jetzt fliegen wir einfach mal dahin. So, hier sind wir auch schon. Also, so. Das ist einmal dieses Ding hier. Aus einem XOR-Gate, einem AND-Gate und einer Brücke. Das ist ein Halbaddierer. Ein Halbaddierer kann einfach kann zählen, und zwar 1 plus 0, 0 plus 1, 0 plus 0 und 1 plus 1. So, also wie wäre das so? 1 plus 0 ist gleich 1. 0 plus 1 ist auch gleich 1. 1 plus 1 ist 2. Da es aber im Binärsystem keine 2 gibt, dann ist das hier der Übertrag. Was beim Dezimalrechnen, also was wir machen, zum Beispiel ist, wenn man 9 plus 9 ist ja 18, ein Achter schreibt man hin und der Zehner wird bei der nächsten Addition dazugerechnet. Und so ist es hier genauso. Und zwar der da wäre dann hier im Full Adder, der wäre dann dieser Eingang hier hinten. Also hier vorne, ja. Wie funktioniert das jetzt? Das ist eigentlich gar nicht schwer, denn das ist ein XOR-Gate und das macht ja ab ein, es, wenn eine gleiche Position ist hier, wenn die beide aus sind oder eins sind, gibt es hier hinten kein Output. Nur wenn es unterschiedlich ist. Also wenn 0 und 1 oder 1 und 0 ist, dann wird hier etwas ausgegeben. Und wenn jetzt aber beide an sind, dann wie es hier steht, hier nichts. Und dann kommt hier das AND-Gate. Also wenn beide sind, dann ist der hier an und der hier an und der springt an. Und dann ist hier der Übertrag. Und weil eben ein Halbaddierer nur zwei Zahlen addieren kann, braucht man dafür noch einen Volladdierer, der auch den Übertrag, der also drei Eingänge hat, den Übertrag des ersten und seine eigenen zwei. Und jetzt kommen wir hier hin. Also hier haben wir eigentlich, hier den Border ist eigentlich nochmal ein Halbaddierer, aber das geht dann nochmal weiter zu einem, nochmal ein Halbaddierer, könnte man sagen, und hier das ein Repeater, die alte Bauweise. So, also, angenommen, wir hätten jetzt hier 1 plus 1, was ja 2 ergibt. Deswegen habe ich ja 2 hingeschrieben, weil mehr als 1 schafft der Halbaddierer nicht. Dann wäre der Übertrag, was hier jetzt leuchtet, der hier. Und der geht hier mal weiter, 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 kommt in dieses XOR-Gate und gibt einen Output. Zack, 1. Toll. Wenn wir jetzt aber hier noch, hier noch ein 1 dazugeben, dann geht das an dieses XOR-Gate, was den zweiten Anschluss hier hat, also nichts, also aus und ein ist wieder ein und hier ein und da ein ist aus, aber hier geht es weiter über die Brücke zu diesem AND-Gate und der Ausgang vom ersten XOR geht hier auch hier in dem Eingang, ja. Geht hier ran, zack, und ist hier und ist 2. Das können wir ja jetzt auch beliebig machen. Zum Beispiel den 1er weg und den hin. Und dann hätten wir hier, sieht man auch, hier auch 1. Oder wir haben keinen Übertrag und nur so. Dann kommt hier auch 2 raus. Denn, ja, und wenn ich jetzt alle 3 anmache, dann haben wir hier einen und den Übertrag, der wieder zum nächsten Halbaddierer gehen würde, so lange bis
eben hier die drübere Redstone-Leitung nicht mehr leuchtet. Was dann zum Beispiel so der Fall wäre. So, das jetzt mal zum Verständnis. Also ich hoffe, ihr habt es so einigermaßen verstanden. Hier sieht man nochmal, wie es aufgebaut ist. So im Groben, hier ist ein XOR, hier ist ein XOR, hier ist AND, und hier nochmal OR. Ja, und zwar hier gibt es dann auch die Bauweise, wie man das bauen kann. Ja, dass man nicht immer so riesig viel, also so gigantisch viel Platz braucht für seine Mini-Rechnung. Dann gibt es einmal den Vollhardierer und den da von der Minecraft-Wiki, der allerdings etwas größer ist als dieser Halbhardierer und dieser Vollhardierer. Und zwar dem hat gemacht von der Swiss Freak irgendein Freund, glaube ich, war das. Den habe ich einfach nachgebaut. Ihr könnt auch downloaden die Schematics für den World Edit. Oder ihr schaut einfach ganz einfach in das Video, das er gemacht hat. Das steht auch in der Beschreibung. Ja, jetzt will ich noch kurz erklären, wie der von der Minecraft-Wiki funktioniert, so in etwa. Und zwar hier steht zum Beispiel ein A, das ist der erste Eingang, und B Sternchen. B Sternchen heißt, es ist immer konvertiert, also es ist immer andersrum. Das heißt, wenn hier normalerweise aus ist, muss das an sein, damit es funktioniert. Ist jetzt zum Beispiel so, dann ist ganz normal, einer ist an. Und wenn der an ist, ist auch das an. Also es ist ein komplett gleiche wie hier hinten. Allerdings etwas kompakter. Und hier ist eben der Ausgang, der Übertrag. Der muss ebenfalls konvertiert werden. Dann hier vielleicht noch einfacher zu sehen. Das hier ist das AND-Gate. Hier. Das heißt, dieser muss an sein, damit diese Fackel hier hinten aus ist, damit die hier wieder an ist. Und wenn die an ist, ist die hier oben aus. Und die hier ist erst aus, wenn hier eingeschaltet wird. Dann sind hier beide aus. Und dann kann man erst den Übertrag hier weitergeben werden. Und das XOR ist eben das Pinke hier. Und das gibt nur aus, wenn eben eins von diesen zwei Hebeln hier aktiviert ist. Dann diesen Full-Addierer kann ich nicht erklären, der ist mir zu hoch. Obwohl hier sehen wir nochmal ein XOR, das was hier oben ist, das Pinke. Und jede Menge Endgates, hier nochmal das XOR. Ja. Es funktioniert, wenn man ihn richtig gebaut hat. Allerdings ist der hier deutlich kleiner, wie man hier sieht. Und den versteht man auch vielleicht einfacher. Und ja, so ist es. Dem, ja, was gibt es da noch zu sagen? Genau, hier. Das ist D-Flipflop von Buttercake. Das, der Unterschied vom D-Flipflop zum T-Flipflop, das hier hinten irgendwo ist, wo ist das? Jetzt kenne ich mich selber nicht mehr aus. Hier, das da. Das hier war es. Wenn ich hier einmal drauf gebe, geht es an, und wenn ich jetzt nochmal drauf gebe, dann ist es aus. Es hat auch nur einen Eingang und einen Ausgang. Hier hinten sehen wir, hier haben wir zwei Eingänge und einen Ausgang. Und zwar hier ist der Input, der geht hier rein. Also was hier reinkommt, kommt hier hinten raus, und dann noch einen Speicherbefehl. Und der sorgt einfach dafür, dass das, was hier steht, auf diese Redstone Line hier übertragen wird. Weil hier kann ich so oft ein- und ausschalten, wie ich will. Es wird hier nichts passieren, solange dieser Schalter nicht betätigt ist. Wenn jetzt zum Beispiel aus ist und ich aktiviere Speichern, dann bleibt es auch aus. Weil es speichert ja nichts, also muss hier auch nachher nichts sein. Wenn ich jetzt hier etwas reingebe und speichere, dann kommt das auch hier raus. Ja, das hier, das Grüne, ist eine Speicherzelle. Und zwar eine vertikale ums Eck, sozusagen. Denn hier sieht man,
Die ist jetzt aus, das obere ist an. Wenn ich jetzt den unteren Knopf betätige, dann hat der eben Strom. Die Fackel hat keinen Strom, das heißt hier oben wird kein Strom übertragen. Und die Fackel geht an, dann geht die Redstone an und powert wieder den da, den Block, und das bleibt so. Zur Demonstration, so. Wenn ich den oberen aktiviere, ist das komplette Gegenteil. Das geht aus und es bleibt auch aus. Und das ist eben genau das hier. Mit nochmal hier auch so ein Endgate von unten nach oben und hier ein Repeater, der alte, und ja, klein, kompakt und funktioniert. Finde ich, hat er toll gelöst. Er kennt sich aus. So, und jetzt noch meine Eigenentwicklung. Mein TTX-Speicher. So sieht er aus. Sehr riesig, kompliziert. Und boah, ja. Ich hatte vorher auch einen anderen, und zwar den TT-Speicher. Der war allerdings meines Wissens ungefähr so hoch, also von hier ganz unten nach hier oben. Er war ein bisschen größer, jetzt habe ich ihn kompakter gemacht. Ist jetzt ein Tick langsamer, aber doch um einiges kleiner. Ja, was kann dieser Speicher? Er kann speichern. Und zwar, er ist modular. Das heißt, ich kann ihn nach hinten kopieren, nach links und nach oben und unten genauso. So viel wie ich will. Er funktioniert. Und zwar, der hat hier statt einen D-Flip-Flop, was Buttercake bei seinem Speicher verwendet hat, einen T-Flip-Flop. Das kann ein Nachteil sein, kann aber auch ein Vorteil sein. So, wie funktioniert dieses gigantische Gerät jetzt also? Hier kommt der Input hin, also hier, hier. Und dann muss ich den Speicher auch noch anwählen. Und das ist hier, hier steht, hier, Speicher wählen. Das ist hier hinten. Das heißt, hier wähle ich den bestimmten Speicher oder die Reihe, die in diese Richtung geht, wähle ich damit an. Und dann sieht man auch hier ist der Ausgang. Hier, 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 nicht hier hinten. Hier ist der Ausgang. Und hier, die wird halt angezeigt. So, wenn ich jetzt den wegnehme, und dann da, dann ist es natürlich aus. Und zwar, wenn ich jetzt den Speicher wieder aktiviere, dann ist es da gespeichert, obwohl hier unten nichts mehr drinnen ist. So, wenn ich jetzt den allerdings jetzt nochmal drauf tue, dann ist das aus. Ja, sozusagen gelöscht. Oder es gibt auch einen Zentrallöscher, und zwar das ist hier. Wenn ich hier drauf gebe, dann wird der gesamte Speicher in alle Richtungen gelöscht. Ja, und was gibt's da noch? Habe ich sonst noch irgendwas hier vergessen? Ja, alles löschen. Ja, hier geht's weiter, das Löschen in die Richtung. Ja, das ist er. Gibt es auch zum Download, falls man ihn benötigt, anschauen möchte, wie er gebaut ist. Keine Ahnung was. Jetzt zeige ich euch noch. Komm. Hier habe ich ihn nochmal aufgeschnitten, sozusagen, damit man ungefähr sehen kann, wie der aufgebaut ist. Also es ist sehr, sehr eng beieinander. Es können manche Sachen unnötig sein, aber ja, so ist er. Also wer ihn anschauen möchte, die Welt downloaden, wie immer, unter jedem Video gibt es einen Download-Link. Dann, was haben wir sonst noch? Ah ja, genau, das ist jetzt keine Baustelle mehr, ja, das habe ich vergessen noch zu sagen. Hier kann man jetzt meinen Speicher sehen. Und da gibt es noch die Doppeltür mit Sicherheitshebel für Singleplayer, nicht für Multiplayer. Und einen 4-Bit-Decoder, wie ich schon gesagt habe. Schauen wir uns zuerst den 4-Bit-Decoder an. Hier ist die Zahl 1, 2, 4 und hier ist 8. Eben 4-Bit, 1-Bit, 2, 3, 4-Bit. Wie funktioniert da? Jetzt ist nichts aktiviert und die hinterste Fackel leuchtet, das heißt der hinterste Speicher ist an oder das Endgate. Wenn ich jetzt 1 drauf gebe, dann ist 1, das heißt das nächste.
Kann man hier sehen. Und so kann man halt jede Zahl, die man mit 4 Bit machen kann, hier in Dezimal anzeigen. Zum Beispiel, das dürfte 15 sein. Das ist die hier. Wenn ich jetzt nur 14 will, dann springt es auf die rüber. Man kann das natürlich auch genau andersrum machen, dass man hier eingibt die ganze Reihe und dann kommt es eben binär heraus. Das würde dann ein bisschen anders aussehen, aber ja. Ebenfalls zum Downloaden. Und hier die Doppeldür-Sicherheitshebel von der Swiss Freak verkleinert, seine Variante. Und zwar, wie funktioniert das? Wenn ich hier jetzt drauf gehe, so, tschak, geht die Tür auf und ich komme durch. Ja, toll, das kann viele. Und wenn ich jetzt allerdings diesen Hebel runterlege, kommt keiner mehr rein. Das ist zum Beispiel, falls es Nacht wird oder man außer Haus geht, zum Absperren, damit kein Monster oder Schaf vielleicht ins Haus kommt. Und es funktioniert hier auf dieser Seite genauso. Ich kann es auch demonstrieren. Hier ist die Tür offen. Ich aktiviere diesen Hebel und die Tür geht zu. Das ist das hier unten. Der Link zu seinem Video ist auch in der Beschreibung, plus die Schematics von meinem Ding hier. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war lehrreich mit dem Full-Addern und Halb-Addern und dem D-Flip-Flop, vielleicht dem Speicher, dem 4-Bit-Decoder oder vielleicht das, was der Swiss Freak gemacht hat. Ja, und dann wünsche ich schöne Weihnachten, denn es ist jetzt der 23. und verabschiede mich mit dem Sonnenaufgang. Tschüss, bis bald.